Die Feuerwehr Wadenburg war am Donnerstag ab 14 Uhr dauerhaft im Einsatz. Neben Bäumen in Tungeln und Hunsmühlen, die Sturmtief Andrea entwurzelt hatte, rückten die Feuerwehrmänner auch zu einem Haus in der Oldenburger Straße in Tungeln aus. Dort fiel eine etwa 15 Meter hohe Tanne mit einem Durchmesser von 60 Zentimetern auf ein Hausdach. Der Baum hatte sich hinter dem tonnenschweren Schornstein verhakt, was dazu führte, dass der Schornsteinkopf abbrach. Er drohte abzustürzen. Um das Dach zu entlasten, forderten die Kameraden eine Drehleiter aus Ganderkesi an. Mit Hilfe von Kettensägen trugen sie dann die Tanne Stück für Stück ab. 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren mit 3 Fahrzeugen im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden.